Ich hatte total Lust auf ein Sissy's Diary und dann dachte ich mir, ich starte einfach wieder direkt mit euch jetzt eine Folge und es soll jetzt als erstes um mein Geburtstagswochenende gehen, weil ich super viele Fragen bekommen habe. Wo warst du genau in München? Wie lange warst du? Was hast du da gemacht? Und deswegen wollte ich euch ganz kurz davon erzählen. Ich hätte euch eigentlich an dem Tag auch per Instagram auf dem Laufenden gehalten, aber mein iPhone 4S will nicht mehr WLAN, also was WLAN betrifft. Ich kann das WLAN nicht mehr aktivieren, es ist ausgegraut und ich muss es noch zu einem anderen T-Com-Shop und ich hoffe, dass es mir ersetzt wird, weil ich das halt nicht selbst verschuldet habe. Das geht einfach nur nicht mehr und es ist halt echt scheiße. Weil ohne WLAN kann man das Handy nicht gebrauchen. Weder Instagram noch YouTube noch sonst was funktioniert, weil halt das Datenvolumen nach 2 Tagen aufgebraucht ist. Und ja, drückt mir die Daumen, dass ich ein neues Handy bekomme, weil sonst habe ich echt ein Problem, was es betrifft. So, und auf jeden Fall sind wir am Samstag, ich hatte am Samstag Geburtstag, und dann sind wir auch losgefahren. Also wir sind mit dem Bus gefahren, mit einer Busgesellschaft und waren dann circa um 11 Uhr dort und sind dann auch direkt eigentlich zum Hotel. Und ich hatte eigentlich nur einen Wunsch, was Shopping betrifft, was ich gerne gehabt hätte, weil es überall ausverkauft ist und es sind spezielle Nike-Turnschuhe. Die habt ihr entweder schon im Haul gesehen oder sie kommen im nächsten Haul. Auf jeden Fall habe ich gesagt, da möchte ich gerne danach schauen und ich musste nicht mal danach suchen, weil auf dem Weg zum Hotel, wir mussten so ein bisschen einen Umweg nehmen, hingen sie in einem kleinen, schnuckligen Sportgeschäft im Schaufenster, genau in meiner Größe und ich habe mich sehr gefreut. Ich liebe sie, ich trage sie seitdem jedes Mal, wenn ich in die Stadt gehe und ja. Auf jeden Fall sind wir dann ins Hotel, konnten schon einchecken. Wir waren ganz oben im 9. Stock oder so. Es war richtig cool, man hat einen schönen Ausblick. Und dann sind wir in die Stadt gegangen, war natürlich bummeln, klar. Und waren wir auf dem Viktualienmarkt. Und dann musste es natürlich sein, ich habe Weißwürst gegessen mit einer Brezel oder Brezen, sagen die ja. Und da, das war so lecker. Aber mittags haben wir dann trotzdem noch ein Stück Kuchen essen, ein kleines, zum Anlass natürlich von meinem Geburtstag. Und wie gesagt, bummeln. Und abends waren wir dann natürlich in der Straße, wo das Hofbräuhaus ist und auch das Hard Rock Café. Aber da war so viel los, es war so viel los. Vor allem im Hofbräuhaus, da ging es voll ab mit so Quetschkommode, also Akkordeonmusik und es war so laut. Und die Leute haben sich gequetscht an den Tischen und an meinem Geburtstag hatte ich da keine Lust drauf, weil wir sind nach München nicht wegen München gefahren, sondern eigentlich wegen meinem Geburtstag, einfach um so ein bisschen was anderes zu sehen und uns einen schönen Tag zu machen und wir fahren dann anders nochmal nach München und gucken uns dann nochmal die Stadt genauer an. Aber da wollte ich jetzt nicht hin. Da sind wir gar nicht weit gelaufen und es gab dann so ein super schnuckliges, kleines, bayerisches Restaurant. Und da habe ich euch auch Fotos gemacht vom Essen. Wir hatten als Vorspeise 3 hausgemachte Dips mit hausgemachtem Brot. Das war unglaublich lecker. Und dann gab es als Hauptspeise Steak mit 2 Beilagen, die wir uns einfach gegenseitig geteilt haben. Und zwar auch unglaublich lecker. Und wir waren aber ziemlich spät essen. Und dadurch sind wir dann auch bald ins Hotel und ich war todmüde. Und am nächsten Morgen haben wir auch richtig schön ausgeschlafen und haben dann noch das Brunch-Angebot genutzt vom Hotel. Also das hatten wir mitgebucht und es war so lecker. Wir haben Ei und Croissant und gerade die Croissants waren so gut. Und halt alles, was man sich so vorstellen kann, was man so braucht. Also es war nicht riesig, das Buffet, aber so sehr, sehr gute Sachen halt. Und frisch gepressten Saft, sehr lecker. Und dann sind wir auch schon mittags wieder zurückgefahren, also so um 14 Uhr circa, weil das Wetter unglaublich schlecht war. Es hat den ganzen Tag durchgeschüttet und dann sind wir abends zurück. Und dann war es auch schon mit meinem Geburtstagswochenende und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Der Postbote war gerade da und ich habe ein Päckchen bekommen und ich wusste nicht von wem oder was da eigentlich drin ist, beziehungsweise es war schon ein Aufkleber von der Firma drauf, aber ich habe mich gewundert, warum da so ein Päckchen kommt, weil ich halt nichts bestellt hatte. Und ich habe mich zu Tode erschreckt, weil das sah gruselig aus. Das wollte ich jetzt einfach mal kurz zeigen, was mich erwartet hat, als ich das Päckchen geöffnet habe. So unschuldig sieht das Paket jetzt aus. Und wenn ich, als ich das hier so geöffnet habe, da war hier so Spinnenweben und eine Spinne. Ich habe mich einfach super erschreckt, weil der Karton so rot war mit den Spinnenweben. Dann dachte ich mir so, es ist doch nicht Halloween. Und ja, ich konnte es am Anfang gar nicht angucken. Ist zwar nur eine Plastikspinne, aber trotzdem. Und das ist eine Werbeaktion von Evian, weil die haben so eine YouTube-Aktion und da ist jetzt ein riesen Plakat von Spider-Man und Spider-Man Mini drin, weil es ist so eine Werbeaktion. Schon cool, was die sich haben einfallen lassen, muss ich wirklich sagen. Ja, und normalerweise zeige ich ja solche Werbepakete nicht in Videos, weil ich das irgendwie unnötig finde, aber ich finde, die waren richtig kreativ und deswegen wollte ich euch das einfach mal kurz zeigen.
So, es ist schon wieder Freitag und ich lade das Video jetzt dann auch gleich hoch. Und wie ihr seht, ich bin zu Besuch bei meiner Mama. Ja. Genau, und da haben wir gedacht, ich nehme sie mit ins Video, weil wir euch gemeinsam nämlich frohe Ostern wünschen wollen. Also ein schönes Osterwochenende. Ja, genau, das wünsche ich euch auch. Und lasst euch reich beschenken, beziehungsweise vielleicht auch Ostereier suchen. Genau. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch Ostereier suchen dürft oder wie ihr das insgesamt so feiert. Und vielleicht auch, was es bei euch Leckeres zu essen gibt. Bei uns gab es nämlich heute lecker Spargel. Ja, und feiner Rieslingwein haben wir dazu getrunken. Ja. Und Salate haben wir dazu gehabt. Genau. Kartoffeln. Und meine Oma hat richtig, richtig gut gekocht für uns alle. Und ja, mein Freund und ich, wir machen sozusagen jetzt Osterbesuche bei unseren Familien. Und ja, das wollte ich einfach kurz mit euch teilen. Und am Sonntag gibt es übrigens noch eine Osterverlosung von mir. Da dürft ihr Ostereier suchen gehen. Und ja, dann war es das jetzt auch schon wieder von uns. Und wir werden jetzt noch ein bisschen gemeinsam Zeit verbringen, weil wir uns ja auch nicht mehr so oft sehen. Mhm. Und heute Abend noch lecker essen. Und ja, wir wünschen euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Und schöne Ostern. Ja, das wünsche ich euch auch. Genau. Und falls ihr mal Ideen habt, was Mama und ich für Videos machen können, könnt ihr die auch mal in die Kommentare schreiben, weil wir werden uns ja irgendwann bald wiedersehen, denke ich. Und ja, dann war es das jetzt von uns. Und wir sehen uns dann wieder am Sonntag und bis dann einfach ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao. Ciao.